Ja, ich habe euch ja schon mal gesagt, was ich alles so ungefähr mitnehme für eine Convention. Da ich mittlerweile, zum Glück, einen vernünftigen Fotorucksack besitze, zeige ich euch heute mal in der Praxis. Vorher war es ja Theorie. Das gute Stück, wieder das keine bezahlte Werbung. Ich bin damit einfach nur sehr zufrieden. Hab den jetzt ungefähr etwas über einen Monat in Benutzung regelmäßig. Und das Teil ist echt genial. Fangen wir vorne auch mal direkt mit an. Haben hier noch die Möglichkeit, einmal ein Stativ mitzunehmen. Einmal hier vorne den Fuß rein. Hier oben festgemacht. Top. Klar, in den meisten Fällen würdest du es wahrscheinlich, ich zumindest in meinem Fall, nicht benutzen. Aber es ist trotzdem ein nettes Gimmick, was man auf jeden Fall nutzen kann. Dann haben wir hier vorne auch noch eine Tasche. Habe ich jetzt einfach nur ein paar Taschentücher drin. Ist natürlich recht klein, aber wenn man sich da mal doch irgendwie eine Zeitschrift oder sowas auch mitnimmt, reicht das vollkommen. Dann gibt es hier an der Seite noch einmal die Möglichkeit, einen Direktzugriff auf die Kamera zu machen. Zeige ich euch gleich von drinnen. Das ist halt sehr vorteilhaft, dass du halt nicht immer den kompletten Rucksack aufmachen musst, da der von hinten aufgeht zum Schutz, damit deine Sachen halt nicht geklaut werden. Was auch sehr gut ist. Wie gesagt, deswegen so ein Schnellzugriff für die Kamera, einwandfrei. Ja, wie gesagt, Rückenpolster, ich glaube, das ist bei so ziemlich den meisten Rucksäcken eh das gleiche. Von daher haben wir hier noch die Möglichkeit, selber drinnen irgendwie laptopmäßig was reinzupacken oder ein Heft oder ein College-Block oder was auch immer. Kommen wir nochmal direkt zum Innenleben. Ist jetzt natürlich, sage ich mal, nicht jeder Fotograf braucht auch irgendwie eine GoPro oder eine Action-Cam. Oder ähnliches, ist jetzt natürlich für meine Bedürfnisse ausgelegt. Fangen wir hier oben an, da sind Ersatzakkus und eine Ladestation für die Akkus, falls man dann mal über 2-3 Tage irgendwo vielleicht ist, dass man nochmal die Akkus auch mal laden kann. Klar, im Normalfall reichen vielleicht auch ein paar Akkus, sage ich mal, für 2 Tage, aber sicher ist halt sicher. Hab dann hier auf der Seite halt meine Mikros drin. Die nehme ich halt auch noch mal immer mit, falls ich noch mal irgendwas vor Ort mit einsprechen möchte, sei es jetzt über die GoPro bzw. Action Cam oder direkt in die Kamera selber. Also von daher schon praktisch. Gehen, nehmen wir das Fach daneben direkt weiter. Ist jetzt noch mein Ersatzobjektiv, nachdem wir ja auf Mac, sage ich mal, den Abend vorher mein altes Objektiv kaputt gegangen ist, war die Fahrt quasi schon für mich gelaufen. Gut, ich war dann auch eh gesundheitlich angeschlagen, aber egal. Das wird bald ausgetauscht, hoffentlich durch eine Festbrennweite, wahrscheinlich durch eine 50 mm, werde ich mir wahrscheinlich holen. Da wird das doch auf jeden Fall ausgetauscht. In der Mitte ist mein Reinigungsset mit so einem Püster, paar Tücher, sag ich mal so, Glasputztücher für die Brille, also Brillenputztücher. Ist natürlich, sag ich mal, das ist eigentlich so ein Gimmick für jeden Fotografen, weil man möchte sein Equipment natürlich auch sauber halten. Bevor es jetzt aber weitergeht, hoffe ich, dass du meinen Kanal natürlich schon kostenfrei abonniert hast, um nichts weiteres zu verpassen. Es kommen in nächster Zeit ein paar geile Videos. Gerne dem Video schon mal einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch ja nichts verpasst. Dann geht es jetzt weiter wieder mit hier drüben. Das ist jetzt quasi noch so ein Gurt für die Kamera, dass man die einmal so quasi so ein bisschen wie eine Umhängetasche tragen kann. Ist ganz nett, wenn man jetzt nicht unbedingt die Kamera die ganze Zeit in der Hand halten will, aber trotzdem darauf zugreifen möchte. Dann direkt erstmal das Fach darunter, das ist das, was ich gerade meinte, da ist meine Kamera drin. Und dann haben wir hier auf der Seite die Möglichkeit, von außen schnellen Zugriff auf die Kamera zu machen, um halt wertvolle Sekunden zu sparen. Ist natürlich geil, wenn du irgendwo auf einer Convention bist, mal kurz am Essen bist und dann schon direkt wieder was siehst, kannst du direkt Kamera wieder auszücken. Oder generell, ich finde es super. Also, gut gemacht. Kommen wir zum unteren Fach in der Mitte. Da habe ich jetzt 2 Cases drin, einmal für meine Visitenkarten, damit man natürlich schneller in Kontakt treten kann und mal einfach eine Visitenkarte enthalten kann. Und darüber einmal für meine SD-Karten. Ich arbeite ganz gerne, wenn ich jetzt auf einer Convention bin, die über mehrere Tage geht, wie die MacZ zum Beispiel.
tausche ich dann für den zweiten Tag eine neue SD-Karte. Einfach damit man dann nicht so lange hin und her suchen muss, wenn man Bilder macht oder dann irgendwie noch Bilder von gestern drauf hat. Dementsprechend arbeite ich da, was das angeht, ganz gerne mit zwei SD-Karten. Kommen wir zum letzten guten Fakt. Da habe ich jetzt aktuell meine Action-Camera. Ne? Gegebenenfalls werde ich da nochmal mein Teleobjektiv reinpacken. Aber das dann je nachdem, wo ich dann hinfahre. Auch für Polaris zum Beispiel habe ich mein Teleobjektiv genutzt für die Show. Aber jetzt aktuell habe ich da meine Action-Cam drin. Ne? Passt auch perfekt. Ja, wird. Das gute Ding habe ich jetzt ungefähr einen Monat in Benutzung. Ich bin sehr zufrieden damit. Muss jeder natürlich selber sehen für seine Zwecke in der Fotografie. Aber ich würde es persönlich sehr empfehlen. Lasst mich auch gerne mal wissen, ob ihr auch so einen Fotorucksack habt, was bei euch in den Fotorucksäcken drin ist. Wie viele Objektive ihr dabei habt und generell alles, was euch bei euch drin ist. Könnt mich auch gerne erwähnen, sage ich mal, auf Instagram, wenn ihr da ein Bild hochladet von eurem Rucksack. Wenn ihr mir das natürlich in die Kommentare wieder schreibt, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Würde mich sehr freuen, unterstützt mich und zeigt mir, dass ihr diese Videos feiert. In dem Sinne, bis nächste Woche.